Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es los mit der Abarth Elektronik Videoreihe. Habe ich ganz lange angekündigt. Wünschen sich, boah, ich bin ein bisschen außer Atem, bin gerade noch einmal ins Lager gelaufen. Wünschen sich ganz viele von euch und deswegen versuchen wir das Ganze möglichst ausführlich darzustellen. Was allerdings nicht ganz einfach wird, weil jeder, der selber schon mal Kabelbaum gebaut hat, weiß, wie viele Stunden alleine an Planung, Überlegung und so weiter in so ein Ding reingehen. Ihr bekommt heute erstmal einen groben Überblick, was wir in den Abarth am Ende einbauen. Also grob gesagt soll an dem Abarth natürlich alles auf die Rennstrecke ausgelegt sein. Das heißt, wir wollen es maximal sinnvoll bauen, ohne viele Kabel, ohne viele Fehlerquellen, mit maximal vielen geilen Features und am Ende halt einfach sinnvoll. Das heißt, ich habe lange überlegt, was machen und bin dann zum Entschluss gekommen, wir reißen alle Kabel raus und machen fast alles neu. Allerdings nicht alles. Und genau darum geht es heute in dem Video. Ich zeige euch grob erstmal den Aufbau von dem ganzen System, bevor wir dann anfangen, am Auto quasi alles zu bauen. Bisher hatten wir in dem Oma Golf, und eigentlich wollte ich das auch in dem Abarth verbauen, eine Emu Black verbaut. So, diese sieht folgendermaßen aus. Ultra klein, geiles Gehäuse, funktioniert im Oma Golf und bei Marius perfekt. Aber irgendwann kommt man mit diesem Gerät an seine Grenzen. Jetzt muss ich euch eine Sache zeigen. Stand jemand auf der Messe vor mir. Unter dieser Adresse bzw. dem Namen findet ihr diese Halter. So, das sind tatsächlich Halter für die Emu Black gedruckt. Kluck. Hiermit könnt ihr die einfach festmachen. 3D-Druck. Braucht es nicht zusätzlich verschrauben, sondern rastet einfach mit der Nase hier ein. Und schon könnt ihr die überall verschrauben, wo ihr wollt. Fand ich ganz geil. Wollte ich euch unbedingt zeigen. Coole Geste. Vielen, vielen Dank dafür. Wird auch definitiv noch zum Einsatz kommen, weil, so viel schon mal vorab, das, was ich euch heute zeige, heißt nicht, dass irgendwas besser, schlechter, ich irgendetwas bevorteilige oder etwas benachteilige. Es gibt einfach verschiedene Motorsteuergeräte für verschiedene Anwendungen. Das heißt, je nachdem, was ihr machen wollt, müsst ihr euch das richtige Motorsteuergerät aussuchen. Das hängt davon ab. Erstmal überhaupt, was für ein Motor, was für ein Getriebe, wie viele Sensoren sollen verbaut werden, was soll das Steuergerät alles können und. So, als Basis. Emu Black ist in dem Fall erstmal Vergangenheit, zumindest für den Abarth. Das Display kann ich so viel vorab schon mal sagen, im Tacho, was ja auch von EQ Master ist. Das kann natürlich bleiben, weil das funktioniert mit allen Steuergeräten. Zum Einsatz kommt für mich auch Neuland. Max ECU. Der Benny bei uns aus Hannover, BK Performance, verbaut die öfter. Hatte ich bisher so gar nicht auf dem Zettel. Ich glaube aber, nach diesem Video werden einige verstehen, was ich damit sagen will. Je nachdem, für welchen Anwendungszweck. Wir reden hier natürlich in Summe auch von ein bisschen mehr Kosten, aber ich glaube, ja, wir kommen im Video noch dazu. Ich zeige euch die Vorteile. Max ECU aus Schweden. Wir verbauen jetzt die absolute Profi-Version hier. Das heißt, wenn ich euch gleich schon nur den Kasten zeige. Wir verbauen die Max ECU Pro. Achtung, es ist kein neues Notebook drin, sondern dieser Koffer. Wenn ihr einfach dieses Steuergerät seht, jetzt muss ich das alte doch mal auspacken, im Vergleich zu diesem. Ja, da sieht man schon, was los ist. Ne? Da kann man schon irgendwie erahnen, dass hier doch dann irgendwie deutlich mehr drin steckt. Maximale Version, maximale Version. Dieses Steuergerät sollte von EQ Master irgendwann auch kommen. Gab es bisher noch nicht. Bisher ist die Emu Black die Top-Version. Die Max ECU Pro ist auch die größte Version. Und jetzt muss ich euch nur noch zeigen, warum diese. Erstmal feiere ich den hier. Den muss ich einfach einmal anschrauben hier. Das ist die Bluetooth-Antenne. Hier ist nämlich Bluetooth drin. Du kannst übers Handy kannst du sogar alle Daten abrufen, Logs angucken, ein paar Sachen stellen und so weiter. Ne? Mhm. Schon mal ein Punkt. Ist natürlich für mich jetzt nicht so kriegsentscheidend, sondern für mich sind ganz andere Sachen viel entscheidender. Dafür muss ich euch aber erstmal überhaupt grob einen Überblick geben. Wir verbauen Max ECU. Das ist ja erstmal nur das Motorsteuergerät. Jetzt müssen wir ja irgendwie an diesem Fahrzeug noch die ganzen Verbraucher regeln. Verbraucher regeln heißt, wir könnten den originalen Sicherungskasten drin lassen und tüdeln uns das alles zurecht. Bringt aber eigentlich nichts, weil die Hälfte des Sicherungskasten leer wäre, weil wir ja alles was so, ich sag jetzt mal, Zubehör oder Entertainment ist ja alles rausgeflogen. Das heißt, eigentlich brauchen wir den Sicherungskasten nur noch für die Verbraucher, die irgendwas mit Motor zu tun haben. Lüfter, Benzinpumpe, Wassermethanol, das ganze Gedöns. Das heißt, ich schmeiße den originalen Sicherungskasten komplett raus. Und wir arbeiten mit der sogenannten PDM. Diese PDM ersetzt den gesamten Sicherungs- und Relaiskasten.
Da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ich kann es euch nicht genau erklären, dafür bin ich zu wenig Elektriker, was hier drin los ist. Fakt ist, dieses Gerät kann jeden Stromkreis schalten und auch Kurzschlüsse oder Überspannung abbauen. Das heißt, hier ist irgendwas drin. Transistoren, Transformatoren, ach keine Ahnung, wir haben schon mal drüber gesprochen. Es werden bestimmt wieder einige in den Kommentaren schreiben. Aber das überschreitet meine Vorstellungskraft. Auf jeden Fall Fakt ist, solltet ihr einen Kurzschluss oder eine Überspannung haben oder eine zu hohe Last, das heißt einen zu hohen Stromverbrauch, dann schaltet dieses Gerät automatisch ab intern oder baut diese Spannungsstromspitzen ab. Das heißt, an dieses Gerät schließen wir am Ende Lüfter an, Benzinpumpe an und das ganze Gedöns. Jetzt gibt es allerdings manche Sachen, die wir hierüber nicht unbedingt schalten wollen. Das heißt, generell alles, was wirklich ein weil selbst diese PDM müssen wir ja auch irgendwie an- und ausschalten. Das heißt, das eigentliche Zündsignal, die eigentliche Zündung, die braucht auf jeden Fall herkömmlicherweise eine Sicherung. Genauso brauchen wir eine Sicherung für die elektrischen Fensterheber und zum Beispiel für den Scheibenwischer. Weil das sind Sachen und die Lüftung, die sind wie original geblieben. Das heißt, da will ich natürlich keine neuen Kabel für ziehen, sondern ich will genauso am Hebel drehen, Scheibenwischer geht. Das heißt, diesen Teil vom Kabelbaum, der bleibt original. Beleuchtung vorne und hinten, Scheibenwischer, Lüftung. Das heißt, ich brauche noch einen zusätzlichen Sicherungskasten. Die könnte ich natürlich hier alle mit anklemmen, macht aber eigentlich keinen Sinn, weil ich... Ja, also alles macht Sinn, aber das Konfigurieren von diesem Teil, das seht ihr in den späteren Videos, ist nicht ganz so einfach, geht alles. Das heißt, als Beispiel, ein Vorteil hiervon wäre, wenn ich an diese PDM die Blinker hänge, dann könnte ich zum Beispiel kodieren, dass, keine Ahnung, bei einer Vollbremsung die Blinker anfangen zu blinken, wie es bei neueren Autos ist. Ne? Sind das die Blinker, die ja blinken? Ne, die Bremsleuchten blinken, ne? Bremsleuchten blinken, ne? Alles blinkt eigentlich. Alles blinkt. Sowas könnte er machen, brauche ich im Arbeit nicht. Deswegen bleibt der Teil Beleuchtung, Lüftung, Scheibenwischer, elektrische Fensterheber. Elektrische Fensterheber eigentlich auch Chef in so einem Auto. Problem ist, es gab keine manuellen im ganzen Fiat 500. Das bleibt im Originalkalibre. Und dieses Teil schließe ich an einen Sicherungskasten. Jetzt gibt es von Max ECU tatsächlich einen universellen Sicherungskasten. 6 Sicherungen, 6 Relais. Krass. Dieses Teil, weil es muss nicht immer alles teuer sein, dieses Teil, so wie ich es sehe, liegt, glaube ich, bei 200 Euro. Jeder, der von euch schon mal einen Kabelbaum gebaut hat, ein paar Sicherungen gekauft hat, ein paar Relais gekauft hat, wird sagen, boah, für das Geld, ne, kriege ich nicht hin. Das heißt, grob gesagt, das ist Elektrik Nummer 1, die ins Auto kommt. Max ECU hat immer einen komplett vorkonfigurierten, vollen Kabelbaum. Das heißt, alles, was dieses Teil kann, ist in dem Kabelbaum schon eingepinnt. So, das heißt, ich kann jetzt diese roten Kabel nehmen und kann sie direkt an die Verbraucher legen. Das heißt, ich mache den Originalkabelbaum auf, suche mir die passende Leitung von, die passende Absicherungsleitung von Scheibenwischer, hängen sie hier dran. Fertig. So, relativ easy. Jetzt kommt der Teil, der am allerinteressantesten wird. Wir gehen mal weiter in Sachen Kabelbaum. Zu der Max ECU gibt es dann nämlich diesen krassen Kabelbaum. Nun ist das Krasse. Also da war ich wirklich, muss ich wirklich ehrlich sagen, es gibt immer noch mal so Momente, wo ich wirklich auch kurz immer fassungslos bin, wie sowas geht. Nehme ich jetzt den Hauptkabelbaumbereich von der Max ECU. Das heißt, das wird dieser hier sein. Der geht dann so. Heißt, auch dieser Kabelbaum zu der Max ECU ist komplett eingepinnt. Das heißt, alles, was das Steuergerät kann, jeder Sensor, alles, ist schon eingepinnt und ihr könnt die Seite einfach nur noch am Motor anschließen. Das Geile hieran ist aber, zieht euch das rein, hier fest mit drin ist schon der passende Stecker für die Sicherungskasten. Das heißt, das Ganze ist sogar vorkonfiguriert, dass ihr euch um dieses ganze Zeug gar keine Gedanken mehr machen müsst. Weil ihr braucht natürlich auch eine Sicherung für dieses Motorsteuergerät. Das kann nicht einfach nur Dauerplus kriegen. Das heißt, eine Sicherung hiervon ist schon mal dafür vordefiniert. Dann wird genauso schon vordefiniert sein, das eigentliche Zündsignal. In dem Moment, wenn ihr das Zündschloss umdreht, geht ja das Steuergerät an und so weiter. Das ist alles schon wirklich in diesem Kabelbaum vorkonfiguriert. Step 1. Step 2 ist, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu den Features, die die Max ECU eigentlich kann. Wobei, nee, wir machen nochmal hier weiter. Teil 1, Teil 2. Hierüber will ich am Ende die ganzen Verbraucher schalten. Warum will ich das? Weil bei der Max ECU ist es folgendes. Ich muss nicht einzeln hier reingehen, sondern das Hauptsteuergerät, die Hauptsoftware für dieses Steuergerät, bedatet quasi auch die PDM.
Das heißt, ich kann dem Motorsteuergerät zum Beispiel sagen, mach bei 90 Grad den Lüfter an. Dann kommuniziert das Motorsteuergerät mit der PDM und sagt der PDM, jetzt bitte Lüfter anmachen. Dabei überwacht es aber gleichzeitig immer noch den Stromverbrauch von dem Lüfter. Das heißt, wenn zum Beispiel der Stromverbrauch zu hoch ist, weil der Lüfter kaputt ist, einen kurzen hat, wie auch immer, spuckt der genauso auch den anderen Wert raus. Das heißt, ich muss am Ende mich nur noch über diesen wasserdichten USB-Anschluss mich mit der MaxEZU verbinden und kann quasi meinen ganzen Stromkreislauf über ein einziges Kabel, über eine Software bedarf. Diese MaxEZU, diese PDM muss natürlich noch irgendwie Saft kriegen. Da kommt natürlich in dem Fall mal wieder, wie früher auch schon, eine Lightflux zum Einsatz. Weil das Coole an dieser ist, A, sie hat eine Zulassung für einen Rennsport. Das ist bei Batterien immer entscheidend. Und was für einen Rennsport halt wirklich wichtig ist, ihr braucht einen Kehlschalter. Das heißt, hiermit ist komplett Saft weg. Das heißt, diesen geilen Stecker stecke ich hier einfach nur drauf, kluck. Und schon habe ich zwei Kehlschalter für den ganzen Stromkreislauf, den ich mir irgendwo platzieren kann. Das heißt, ich werde wahrscheinlich einen im Innenraum irgendwo machen und einen zum Beispiel vorne am Windlauf. Das sind dann immer die Stellen, wo ganz oft so ein Pfeil hingeklebt ist, ähnlich wie eine Abschleppöse. Dass, falls das Auto auf dem Dach liegt, eingeplankt ist, wie auch immer, einer einfach nur hingehen kann und kann den ganzen Stromkreislauf von dem ganzen Auto kappen. Das ist ein Teil, der für die Zulassung, ich bin ja jetzt nicht so tief drin, ob wir jetzt nach DMSB 4, was weiß ich was reden, aber Fakt ist, man braucht immer einen Unterbrecher für den Stromkreislauf. Und der ist natürlich so deutlich angenehmer, wie wenn man diesen typischen Knochen irgendwo hinlegt. Weil herkömmlich würde man das Hauptkabel an diesen Trennstellen vorbeilegen und würde mit einem Knochen das Hauptkabel trennen. Das heißt aber wieder, angenommen, wir haben die Batterie im Innenraum, weil ich will beim Abarth weiterhin den Schwerpunkt maximal tief und in der Mitte bringen. Das heißt, wir werden diese Batterie, deswegen auch eine Lightbox, weil sie alleine optisch halt einfach Batterie. Ja, es ist einfach optisch Batterie Nummer 1. Also es gibt keine Batterie, die optisch geiler aussieht als diese Lightbox. Die kommt auf den Mitteltunnel vor die Schaltung als Beispiel. Und dann muss ich nur noch ein Kabel legen von Plus hier auf Plus. Das ist alles. Mehr brauche ich dann nicht an Stromverkabelung, übertrieben gesagt. Von hier aus gehe ich dann noch zur Lichtmaschine bzw. von der Batterie noch einmal zur Lichtmaschine und einmal zum Anlasser. Aber das heißt, wenn ich jetzt einen Unterbrecher legen wollen würde, hier zwischen, müsste ich den Unterbrecher, das dicke Kabel, irgendwo hinlegen und dann wieder zurücklegen. Das heißt, das ist mit diesen internen Schaltungen von der Lightbox deutlich einfacher. Dazu kommt, diese kleine Batterie, wiegt übrigens 2 Kilo, hat eine Startleistung von ungefähr 750 Ampere. Das ist so viel, da kann ich den Abarth auf jeden Fall, sollte der Motor mal kaputt sein, noch mit auf den Anhänger fahren. Weil die hat schon gut Saft. Dann kommt auch noch dazu, wir haben hier über CAN-Bus, also diese Batterie ist CAN-Bus-fähig. Das heißt, auch diesen CAN-Bus werden wir einfach verdrahten bei uns im CAN-Bus-Strang. Und schon können wir auch Daten von der Batterie an das Motorsteuergerät senden. Zum Beispiel. Ist für unseren Fall nicht so kriegsentscheidend. Aber wir können trotzdem auch alles, was die Batterie weiß, später am Datalog sehen. Soviel zum Thema Batterie. Einfach gehört für mich Motorsport, diese Batterie auf dem Mitteltunnel. Brauchen wir eigentlich gar nicht mehr sagen. Jetzt kommen wir zur eigentlichen MaxEZU. Das waren jetzt erstmal all die ganzen Features, die ich erstmal cool finde. Von der Hardware her, wie ich das Ganze baue. Das heißt, theoretisch liegt hier alles auf dem Tisch, was ich zum Kabelbaum bauen brauche. Hier ist alles verdrahtet, da ist alles dran. Jetzt brauche ich immer nur noch den Gegenpart am Motor. Das heißt, von dem Originalkabelbaum, die ganzen Steckergehäuse und die Pins. Und dann kann es eigentlich auch losgehen. Erstmal die Basics. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch das Steuergerät. Ich hoffe, das habt ihr soweit verstanden, wie, wo, was das Ganze am Ende grob aufgebaut wird. In der Videoreihe werden wir natürlich nach und nach euch zeigen, wie und wo diese Komponenten verbaut werden. Aber erstmal für die Basics sollte das eigentlich soweit passen. Wir fangen mal an mit dem Steuergerät. Das ist auf jeden Fall einfacher. Was das Ding alles so kann. Was schon mal wichtig ist, kann für eine Abarth 12 Zylinder. Das ist sehr relevant für den Abarth. Das ist sehr relevant für den Abarth, dass dieses Ding 12 Zylinder kann. Nee, Spaß beiseite. Also, eigentlich ist dieses Steuergerät für den Abarth viel, viel, viel zu groß. Weil es könnte 12 Zylinder. Es kann, was auch selten ist, 2 Lambda-Sonden. Das heißt, das Ding ist eigentlich zum Beispiel für einen V-Motor perfekt. Linke und rechte Bank, wo man jeweils eine Sonde reinmacht. Dann, auch kriegsentscheidend für manche Autos, ist, dieses Teil kann 2 Drosselklappen. Das heißt, ihr könnt 2-mal E-Gas fahren, linke und rechte Drosselklappe. Das können nicht viele Steuergeräte. Ist
für unseren ersten Moment jetzt erstmal egal, weil logischerweise Vierzylinder hat nur eine Drosselklappe, aber man könnte ja auch die zweite Drosselklappe zum Beispiel für ein paar Features nutzen, wo man so noch gar nicht dran denkt. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, vielleicht die Ladedruckregelung auch über eine Klappe zu machen. Das heißt, ich verbaue quasi eine Klappe, die aus der Kurve raus, wenn ich zu viel Ladedruck habe, diesen quasi intern umleitet. Ach, lange Geschichte. Mal gucken, was da noch so passiert. Aber eine zweite Klappe zu haben, die man regeln kann, ist schon mal gar nicht so verkehrt. Ja, ich sehe den V12 tatsächlich. Genau, im Arbeit. Pass auf, jetzt das, was mich am meisten, wirklich am meisten fasziniert, ist dieser Teil vom Kabelrohr. Ihr kriegt zu der Max E-ZU voll die Verkaufsveranstaltung hier, deswegen sage ich auch nochmal, es geht nicht darum, was besser oder schlechter ist. Ich will euch lediglich die Vorteile zeigen. Und das ist zum Beispiel ein Vorteil, der wirklich nicht schlecht ist. Bei fast allen Steuergeräten, wenn ihr dort Typ-K-Sensoren für Temperatur verbauen wollt, das sind immer diese ganz dünnen, die gerne mal kaputt gehen, die ihr nicht abschneiden dürft und so weiter, dann müsst ihr immer noch mal ein externes Gerät im Kabelwurm haben, der das Signal von dem Sensor umwandelt auf ein Signal fürs Steuergerät. Hier ist das alles built-in, also das ist hier mit drin und ihr könnt tatsächlich einfach nur diesen Stecker anstecken und habt direkt die Anschlüsse für eure Sensoren. Und jetzt kommt's, 12 Stück. 4, 8, 12. 12 Sensoren kann dieses Steuergerät. Was schon krass ist, wenn ihr woanders 12 Sensoren einbaut, müsst ihr sogar nicht eine Box verbauen, sondern sogar zwei Boxen. Das heißt, am Ende habt ihr, wie ihr erinnert euch vielleicht bei Marios Golf, eine Platte mit etlichen Steuergeräten und so weiter drauf, obwohl eigentlich alles, was hier liegt, reicht. Wofür 12 Sensoren? Klingt erstmal brutal. Ist es aber nicht, sind schneller voll, als man gucken kann. Ich wollte gerade sagen, du verbaust den Ball. Nee, ein Typ-K-Sensor ist dafür bekannt, dass die Trägheit des Sensors sehr gering ist. Das heißt, Typ-K ist gar nicht nur unbedingt für Ansaugluft oder Abgastemperatur geeignet, sondern ihr könnt auch Flüssigkeit mitmessen. Das heißt, Getriebeöltemperatur, Motoröl, Wassertemperatur, wobei Wassertemperatur immer noch extra Eingänge, Ansauglufttemperatur, dann Ladeluftkühler, also Ladelufttemperatur, vorm Kühler, hinterm Kühler, dann alle vier Zylinder und dann vielleicht noch einmal hinterm Turbolader und zack haben wir 12 voll. Da ist aber noch gar nicht mit drin. Wir könnten über Typ K, könnten wir theoretisch auch eine Reifentemperatur messen oder eine Bremsscheibentemperatur oder. Da gibt es so viele Möglichkeiten, was man an einem Rennauto messen kann, dass ich definitiv sage, muss man haben. So, geile ist halt anstöpseln, direkt einfach, buff, Sensor ran, fertig. Ist halt wirklich schon cool, ne? Ist auch alles beschriftet, das heißt zusätzlich haben wir in diesem Kabelbaum noch eine dicke Masse, Engine Ground, das heißt Motormasse. Das heißt, dieses Kabel muss irgendwo auf die Motormasse. Was ich als Elektriker-Laie halt cool finde ist, man braucht sich keine Gedanken mehr um die Auslegung der Kabel machen. Weil wenn Max ECU diesen Kabelbaum vorkonfiguriert hinlegt, kann man sich schon sicher sein, das Kabel wird schon passen. Es wird weder zu dick noch zu dünn sein, ne? Das ist definitiv ein Riesenvorteil. Dann hat man natürlich digitale Inputs. Also digitale Inputs sind so Zeugs wie zum Beispiel Drehzahlsensoren, Kurbelwelle, Nockenwelle. Man könnte in dem Fall, wenn man will, zum Beispiel Raddrehzahl direkt in das Motorsteuergerät einspeisen. Ist auch zum Beispiel ein Punkt. Weil wir können hier tatsächlich 4 VR und 6 Hallgebersensoren verbauen. Was schon viel ist für einen Vierzylinder. Das heißt, ich kann später Raddrehzahl tatsächlich zum Beispiel hier reinmachen. So, jetzt eine Sache, die wir auch unbedingt für einen Vierzylinder brauchen. Dieses Steuergerät kann 16 Einspritzdüsen. Das heißt, wenn es doch nochmal in Richtung 3000 PS mit dem Arbeit geht, könnte ich theoretisch pro Zylinder 4 Einspritzdüsen ranhängen. Wie gesagt, maßlos zu groß für das Auto, aber für mich sind nur die ganzen Sensoreingänge interessant. Na, wer weiß, wie lang der Winter wird. Dementsprechend passend zum 12-Zylinder hat das Ding nämlich auch 12 Ausgänge für Zündspulen. Brauche ich auch nicht, aber so. Jetzt wird es allerdings hier interessant. Eine Sache habe ich gerade überschlagen. Das Ding hat 22 analoge Eingänge. Das heißt, diese typischen 0 bis 5 Volt Sensoren, Öldruck, Benzindruck, Wasserdruck, Watt wie wo auch immer, davon kann man 22 Sensoren hier anschließen. Das heißt, ich könnte hier zum Beispiel anschließen Linearsensoren am Fahrwerk. Ich könnte anschließen Reifendruck. Man kann alles anschließen. Und dann kommt noch dazu, diese PDM kann das gleiche nochmal. Hier kann man auch nochmal haufenweise Sensoren anschließen. Da freut sich der Daten-Philipp. Ausgänge. Das Ding hat einfach mal 18 Ausgänge, die man auf Masse und 8 Ausgänge, die man auf plus 12 Volt schalten kann. Das heißt, egal wie, wo, was ihr schalten wollt, könnt ihr mit dem Steuergerät auch machen. 144 Channels können intern gelockt werden. Das heißt, ihr könnt theoretisch 144 Werte auf 1000 Hertz überwachen.
Schon mal nicht schlecht. Boah, 1000 Hertz ist auch nicht wenig. Was haben so vergleichsweise andere? Ja, also das passt schon. Also das ist jetzt nicht schneller. Okay. Also das ist ungefähr gleich. Das Ding hat sogar 2 Kennbus-Kreisläufe. Das heißt, es gibt manche Geräte, der Kennbus läuft immer auf 2, boah, da will ich jetzt nichts Falsches sagen, wir hatten es ja in dem CW-Kennbus-Video schon. Es gibt 2 verschiedene Frequenzen. Ist es eine Frequenz oder ist es eine Geschwindigkeit? Ne, ich glaube, es ist eine Geschwindigkeit. Es sind 2 verschiedene Geschwindigkeiten, 500 und 1000, wie der Kennbus läuft. Und diese Steuer kann beides. Das heißt, es gibt manche Geräte, die man dort mit anschließt, die man nicht einstellen kann, die halt auf 500 oder auf 1000 laufen. Zum Beispiel Thematik ABS. Da kann man zur Not einfach einen 500er und einen 1000er Kennbus laufen lassen und kann alle Kennbusgeräte auf jeden Fall auch abwickeln. So, und dann noch alle anderen Spielchen. Man kann quasi eine Warnos- oder eine Nockenwellenverstellung hier mit betreiben. Ist für uns nicht so interessant. Launch Control Anti-Lag könnte noch richtig interessant werden. Und genauso natürlich theoretisch 2 Klopfsensoren. Da reicht für uns natürlich auch einer. Um es kurz zu machen, ich kenne kein Steuergerät, wo man mehr anschließen kann als an diesem. Und das ist für uns auf der Rennstrecke, wo wir uns einfach so richtig, richtig austoben wollen, ist das definitiv schon eine coole Sache. Am Ende kann man das Ganze dann auch noch tatsächlich übers Handy überwachen. Das heißt, theoretisch könnt ihr euer Handy mit dem Saugnapf an eine Scheibe machen und könnt euch die ganze Zeit Öldruck, Benzindruck, wie auch immer, anzeigen lassen. Das Ganze gibt es natürlich immer weiter abgespeckter. Wir sind jetzt bei der Pro. Es gibt natürlich auch noch eine Race, eine Sport, eine Street und eine Mini. Aber wir können ja mal die Chart einmal einblenden. Vielleicht auch während ich schon drüber spreche. Das müsst ihr euch sonst ganz in Ruhe mal angucken. Einen einzigen Nachteil hat das Ganze natürlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist definitiv Gewicht. Nehme ich jetzt dieses Steuergerät. Im Vergleich zu der EMU reden wir von einem Kilo-Unterschied. Ja, da kommt was zusammen auf jeden Fall. Und man braucht natürlich auch den Platz, diesen Klopper irgendwo hinzumachen. Ne? Ist definitiv so. Ja gut, aber Platz haben wir im Auto. Ja, muss aber natürlich am Ende auch geil aussehen. Ne? Ja. Der hat natürlich genauso einen intern eingebauten Ladedrucksensor, hat die EMU aber zum Beispiel auch. Das heißt, ihr könnt einfach einen Schlauch anschließen für Ladedruck. Und genauso natürlich Ansaugluft, Gaspedalstellung und Wassertemperatur, weil das die 3 Kerngrößen immer für die Software sind, ist genauso hier auch Built-in. Das heißt, das kann man zusätzlich zu den ganzen Sachen, die ich euch gerade aufgezählt habe, nochmal anschließen. So viel erstmal zu dem Gerät. Dazu gibt es dann auch eigentlich ein ganz cooles Datenblatt, nicht Datenblatt, ich nenne es jetzt mal Kabel, komm mal aufs Wort nicht, Stromlaufplan, wie das Ganze anzuschließen ist. Also es zeigt halt auch immer generell, dass als Beispiel eine Einspritzdüse definitiv 2 Pins hat oder einen 0 bis 5 Volt Sensor 3 Pins hat. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil es erleichtert es einem schon irgendwie so ein bisschen, wenn man jetzt nicht so den Plan hat, was man mit den anderen Kabeln von einem Sensor macht, sind die halt in dem Fall hier direkt mit dran. Ne? Und auch haufenweise zusätzliche Sachen, wie ein Relais verkabelt wird, wie die Lambda-Sonde verkabelt wird, wie hier Sensoren verkabelt werden, wie einfach nur ein digitaler Input verkabelt wird und so weiter. Digitaler Input ist zum Beispiel sowas wie Kupplungspedalschalter. Wäre zum Beispiel digitaler Input. Jetzt meine ich, hat die Max ECU intern auch noch einen Gierratensensor und ich meine, die kann auch G-Kräfte. Will ich jetzt nichts Falsches sagen, bin mir aber ziemlich sicher, dass sie das kann. Also gefühlt kann sie alles. Genau, gefühlt kann sie definitiv alles. Ich musste mir jetzt noch mal einmal kurz die Seite aufmachen, damit ich hier nichts unterschlage, weil die kann tatsächlich noch viel, viel mehr, als nur hier steht. Für euch nur einfach noch interessant könnte sein, sie kann theoretisch extrem guten Automatikgetriebe. Advanced Drag Racing Functions, das wird sowas wie Start, Flatshift und sowas sein, ist für uns jetzt nicht so relevant. Ist komplett wasserdicht, also kannst du theoretisch auch unter Wasser nutzen. Perfekt, baue ich in mein U-Boot. Deswegen sind auch die Stecker hier so aufgebaut. Also weißt du, deswegen ist das hier sogar so verschließbar. Hm. Also ob sie jetzt unter Wasser nutzen kannst, weiß ich nicht, aber sie ist auf jeden Fall mehr als Spritzwasser geschützt. Und das Ding hat auf jeden Fall 8 MB Speicher. Bluetooth, wie ich schon sagte. Hat intern ein Gierratensensor bis 8G. Also bis 8G erkennt das Steuergerät, ob es links, rechts, vorne, hinten, oben, unten beschleunigt. Deswegen auch diese Unterplatte, dass das Steuergerät gummigelagert ist. Dass es halt wirklich nicht jeden einzelnen Schlag von Schlaglöchern und so weiter kriegt, sondern schon halt wirklich nur die echte Kraft aufnimmt. Ne? Ja, mehr als 8G brauchen wir auch. Ja, 8G reicht, glaube ich. Ne? Ja. 8G ist auf jeden Fall krass. Aber als Beispiel, dadurch, dass wir jetzt hier eine G-Kraft drin haben, könnte man als Beispiel sich Funktionen schreiben, wie ab 2G soll die PDM-Motor oder Stellmotor A anstellen. Vielleicht zum Beispiel so ein Spoiler, den man mal gerade hinstellen will, so Airbrake-mäßig oder vielleicht ein paar Flaps, die man verstellen will. So, gibt ja verschiedenste
gibt ja verschiedenste Sachen, die man hier mit anschließen kann. So, das gleiche hat man natürlich nochmal hier für die PDM. Da ist auch nochmal alles da. Ah, hier, das ist auch cool. Also das muss ich wirklich sagen, das feiere ich. Die machen direkt eine Tabelle mit rein, welche Kabelstärke man bei welchem Stromverbrauch braucht. Immer so eine Sache, jedes Mal mache ich wieder Google auf, muss kurz googeln, wie dick das Kabel nehmen und so weiter. Was hier definitiv auch schon deutlich entspannter ist. Ne? Ich freue mich drauf. Am Ende hier findet man nämlich noch ein Keypad. Keypad heißt, dieses Ding kann man steuern, natürlich auch über Knöpfe. So, das heißt, wir reden bei einem Keypad einfach nur von einem Pad mit Knöpfen, wo nicht jeder Knopf ein einzelnes Kabel hat, sondern dieses Keypad wird einfach nur ans CAN-Bus angeschlossen und über CAN-Bus kann ich dann die PDM steuern. Das heißt, ich könnte jetzt als Beispiel mir auch einen Lüfterknopf machen, wo ich dann drauf drücke und da der Lüfter als Verbraucher an der PDM hängt, geht der Lüfter an. Das geht natürlich auch. So könnte ich als Beispiel auch Scheibenwischer, Gebläse und Heizung machen. Problem ist, da original in dem Auto der Gebläseschalter natürlich nicht CAN-Bus-fähig ist, sondern ein herkömmlicher analoger Schalter ist, kriege ich das Signal nicht gewandelt. Das heißt, ich müsste dann wirklich alle Originalschalter rausreißen und müsste alle Schalter CAN-Bus-fähig machen, also alle Schalter auf dem Keyboard legen. Das ist dann halt so richtig, richtig Rennsport. Das finde ich für das Auto auf jeden Fall zu viel. Das heißt, den Teil vom Kreislauf, Licht, Scheibenwischer, Gebläse, bleibt original. Ich habe euch auf jeden Fall schon mal die Basis an Elektrik gezeigt. Eigentlich müssten wir leider noch mal eine Sache schnell machen. Wir müssten das alles einmal durchwiegen. Ne? Also ganz zum Abschluss vom Video, doch, das müssen wir machen. Angenommen, wir würden wirklich alles verbauen, wie es hier liegt. Also wirklich diesen ganzen Kabelstrang, was wir natürlich niemals tun werden, weil wir werden natürlich nicht die PDM bis aufs allerletzte ausreizen, weil natürlich bleiben auch hier ein paar Anschlüsse frei. Dann würde es mich mal interessieren, über welches Gewicht wir am Ende reden, was noch ins Auto reinkommt. Also ich muss einmal kurz eine Waage holen. Jawohl. Waage haben wir. So. Bis zur Batterie alles drauf, oder? Ja. Wir nehmen den Karton ruhig mal mit. Muss den nullen aber einmal hier. So, weil dieses, okay, nullen wir es halt. Das wiegt nämlich 1,3 Kilo. Ja. 1,3. 2,1. Ich habe einen Sicherungskasten noch dazu. Nur bei 4. So. 12,7 Kilo in der maximalen Ausbaustufe. Das heißt, die Kabel werden logischerweise noch gekürzt. Jede Menge Kabel fliegen raus, weil hier gerade sind jetzt 12 Kabel, Einspritzventile, 12 Kabel, 12 mal Zündung und. Brauchen wir natürlich alles nicht. Dafür kommt natürlich noch ein dickes Kabel vom Anlasser, Lichtmaschine zum Steuergerät und so. Das heißt, ich behaupte, das wird sich am Ende ausgleichen. Das heißt, Pi mal Daumen könnt ihr sagen, werden am ganzen Auto am Ende ungefähr 13 bis 15 Kilo Elektrik sein. Der Kabelbaum von vorne, von den Scheinwerfern hierhin, von hier zu den Rückleuchten. Also ungefähr 15 Kilo. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so viel. Noch krasser wird es jetzt. Wenn wir nämlich die Lightblocks mit Kabelbaum noch dazu nehmen. Ich würde sagen, Batterie. So, da sind wir bei 15 Kilo. Jetzt gerade für wirklich die ganze Elektrik. Und der Tisch ist halt komplett leer. Ja. Also nichts vergessen. So, das heißt, es kommen natürlich ein paar Steckergehäuse, ein paar Sensoren und so weiter noch zu. Dazu fliegen allerdings etliche Kabel raus. Ein paar Kabel kommen dazu. Das heißt, ich sage, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, die ganze Elektrik im ganzen Auto wiegt am Ende, inklusive dem Display, 20 Kilo. Na ja, bin ich gespannt. 20 Kilo, komplett radikal alles. Denke ich, ist machbar. Finde ich gut. Hm. Weiß man so im Vergleich, was so bei so einem Standard, modernen, nehmen wir mal einfach einen Golf? Ja, kann man nicht vergleichen, weil viel, viel mehr Verbraucher dran hängen. Ja, also klar. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Limo-Kabelbaum unten angucke, den Hauptkabelbaum, da denke ich, reden wir eher im Bereich alles zusammen. Alleine eine Originalbatterie wiegt schon 17 Kilo. Hm. Sicherungskasten, Kabelbaum, ich denke mal, da reden wir eher in Summe mit allem von 50, 60 Kilo. Okay. Ohne Probleme, ne? Ja. Ist natürlich Rennauto und so weiter. Ja, wie geht's weiter? Als nächstes platzieren wir die ganzen Geräte im Auto. Das heißt, wir gucken, wo kommt die Batterie hin? Wir gucken, wo kommt die PDM hin? Wo kommt das Steuergerät hin? Wo macht es am meisten Sinn? Ich denke, wir nehmen dafür den Bereich
Mitteltunnel, weil es so geil aussieht. Also vor der Schaltung, hinter der Schaltung und unter dem Armaturenbrett. Die Bereiche, denke ich mal, machen am meisten Sinn, weil wir wollen uns natürlich dieses krasse, leichte Gewicht jetzt nicht kaputt machen durch lange Kabelwege. Das heißt, wir müssen die ganzen Gerätschaften auch so platzieren, dass die Kabel in der möglichst kurz sind. Das heißt, im nächsten Video platzieren wir erstmal die ganzen Geräte. Dann fangen wir so langsam mit dem Verkabeln an. Das heißt, wir müssen den Kabelbaum vorbereiten, also den Originalkabelbaum für Licht etc. vorbereiten, um ihn hier anzupinnen und müssen langsam anfangen, den eigentlichen Motorkabelbaum zu bauen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr jetzt auch Bock auf eine Max-E-Zu habt, meldet euch bei Benny von BK Performance oder ich glaube, den deutschen Vertrieb macht der Daniel, TD Motorsport. Die helfen euch da lieb gerne. Die haben auch alles lagernd. Da könnt ihr auch alles kaufen. Ich freue mich drauf, weil ich glaube, das ist wieder so eine typische Sache. Wenn wir das so jetzt durchziehen und das so einmal im Auto drin ist, dann ist es halt einfach abgeschlossen. Perfekt und man kann es einfach nicht mehr besser bauen. Ne? Und genau das ist ja das Richtige für unsere Projekte. Deswegen in meinen Augen der einzig richtige Weg. So, mir raucht der Kopf. Bis übermorgen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.